Der Garten von Margarita Berger. Vorsicht! Der Blick, den sie auf Pflanzen wirft, könnte ihre Wahrnehmung verändern. Ich suche immer nicht nur die Schönheit, sondern so den Charakter der Pflanze. So was sie ganz nur sie kann. Und eben auch eine Geschichte erzählen, wie zum Beispiel hier die verwelkten Blätter, die hier runterfallen. Ich finde, das ist das Allerschönste am Mohn. Gar nicht mal das Stadium, wo er frisch aufgeblüht ist und so, ah, so schön ist, sondern genau der Moment, kurz bevor er stirbt. Und das ist eines ihrer Kunstwerke, dieser Mohn, aus Papier. Genauso wie die Blausternchen oder die weißen Kosmeen. Ich versuche nicht Deko zu machen, sondern irgendwie was auszulösen. Wenn ich eine Plastikblume sehe, dann ist die wahnsinnig schnell kitschig. Aber wenn ich die echte Pflanze anschaue, ist die nie kitschig. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass sie dann letzten Endes doch anders ist, als wir sie eigentlich wahrnehmen. Dass sie viel mehr Ecken und Kanten hat. Was ich auch lieb, sind die Bewegungen und die Gesten, die Pflanzen, also die Blätter formen. Hier ist so diese typische Geste, finde ich, von der Wicke so. Oh. Ich finde, das ist so eine verrückte Pflanze, weil die hat so viele Formen. An einem Stängel innerhalb von ein paar Tagen hat man eine schöne Blüte, dann noch dieses Verwelkte. Und dann hier schon die Schote, wo diese ganz feinen Samen drin stecken. Und dann hat sie hier irgendwas wahrscheinlich gefunden, wo sie sich dran festhalten konnte. Und ich habe es wieder rausgerissen, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie wollte die Dahlie strangulieren, das konnte ich nicht zulassen. Ich war echt die letzten Tage unsicher, dafür mache ich dich? Oder vielleicht die Kubea? Vielleicht fange ich auch mehrere Sachen an und schaue da mal, was funktioniert. Die Wicke hat schon viele Blüten. Das wird schon eine Herausforderung sein. Aber eine Pflanze hat lange auf sich warten lassen, die violette Kubea. Und was mir besonders gefällt, ist hier dass bei den Samen, bei den Pollen hier, dass es innen schwarz ist und außen dann dieser Kontrast mit den blassgelben Pollen dran. Auch die Bewegung hier, diese zwei Kringel hier unten. Das ist ein Detail, was ich auf jeden Fall zeigen würde. Pflanzen faszinieren die Klavierlehrerin Margarita Berger seit ihrer frühen Kindheit. Aber erst vor ein paar Jahren hat sie angefangen, Blumen aus Papier zu machen. Mit faszinierender Perfektion. Ich muss erst mal so den groben Aufbau kapieren. So grob einfach skizzieren. Links, rechts, links, rechts. Akribisch geht sie vor. Wie eine Botanikerin auf Forschungsreise. Das ist jetzt der bisschen grausame Part. Mhm. Wow. Wie die innen ausschaut. Ob du die wieder so hinkriegst. Also bei der bin ich echt, da weiß ich nicht, ob es klappt. Oft knobelt sie tagelang, wie sie die Pflanze nachbaut. Aber immer ist die Grundlage einfaches Floristen-Krepppapier. Ein Material, das fast in Vergessenheit geraten ist. Immer nur so dezent. Sogar die feinen Tentakel der Wicke will sie aus Krepppapier kreieren. Mach's ganz ohne Draht und klebt, glaube ich, 8 Lagen Papier übereinander und schneid es fein zu. Dann ist es auch ziemlich stabil. Boah, das klingt aufwendig. Das sind jetzt 2 Lagen, dann 4. Wenn der Kleber noch feucht ist, dann kann man das ganz schön so formen und ein bisschen wie so eine Masse bearbeiten. Ich glaube, das könnte von der Dicke her ganz gut passen. Und das ist dann auch erstaunlich, wenn es trocken ist, ziemlich stabil. Das ist jetzt nur das Papier, das ist kein Draht. Mm-mm, nur Papier, genau. Papier und Kleber. Ich habe immer schon so ein Febel gehabt für so mühsame Sachen. Was heißt das? Also ich habe mit 13 Jahren Klavierspielen angefangen. Klavierspielen ist ja auch eine mühsame Sache eigentlich. Also man braucht viel Zeit, bis es nach was klingt. Und dann habe ich das auch noch Klavier studiert und ich glaube, das hat mich schon total geprägt.
Bist du Pianistin? Ich sehe mich nicht als Pianistin, weil ich bin nicht für die Bühne gemacht. Aber ich habe ein Konzertfachstudium. Und das hat mich total geprägt, dass ich wirklich genau und genauer als genau arbeite. Und da kann ich auch nicht mehr raus aus meiner Haut. So, jetzt schaue ich mal, wie das ist. Das wird. So, das ist jetzt ein Test. Aber eigentlich gar nicht so schlecht. Man sieht die kleinen Samen durch, aber nicht zu stark. Was? Ob du gleich hier spielen kannst? Ja. Frag meinen Papa, ob es jetzt Essen gibt. Wie findest du das so, was sie macht? Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, ich kann da nicht so eintauchen. Ja, für mich ist es total schwer, das so nachzuvollziehen, weil ich würde durchdrehen. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist faszinierend. Manchmal fragen auch die Kinder so, ist die jetzt echt, Mama? Die hier sind echt, oder? Die sind echt. Ja, die sind echt. Ja, schau, so ist es immer. Das ist schwierig. Margaritas Lebenspartner Simon Zieger ist Schlagzeuger und Grafiker. Er gibt Unterricht, designt Bücher und hat seinen grünen Daumen entdeckt. Zwillinge. Ich mache es noch gar nicht so lang. Bis vor 2 Jahren konnte ich auch keine Pflanze von einer anderen unterscheiden. Aber irgendwie habe ich da tatsächlich so was gefunden, was mich extrem ausgleicht und was für mich so sinnvoll ist und Spaß macht, gut schmeckt. Malu ist die Jüngste und hat noch 2 ältere Brüder. Alle wohnen in einem ziemlich besonderen Haus, dem ehemaligen Café Christel in Iffeldorf an den Osterseen. In den 50ern ein beliebter Treffpunkt. Hier hinten gab es noch eine Tanzfläche. Was? Eine Tanzfläche gab es hinterm Haus. Hier Küche, Café Christel. Durchreiche, hinten die Theke und dann hinten haben wir ein großes Wohnzimmer, das war die Stube. Kuchen und Kaffee gab es. Ja, oder vielleicht und Bier gebacken. Ja. Und Likör. Ein Eierlikör. Ja, genau, da sieht man es. Das ist staubig, Moment. Das hier ist im Wohnzimmer. Das sind aber die Ofenbank, die haben wir. Und der Ofen, der ist auch noch original. Und die Ofenbank. Das ist ja total schön. Ja. Margarita unterrichtet Klavier, schneidert gern, ihr Kleid ist ein eigener Entwurf, aber auch die Familie ist ihr sehr wichtig. Alles macht sie mit Hingabe, wie die Blätter der Cubea. In 1000 kleinen Schritten erweckt sie das Papier zum Leben. Ein paar Tage und lange Nächte später. Die ist ja schon komplett fertig. Noch nicht komplett. Wow. Passt schon. Ich bin schon ganz zufrieden. So. Und auch die Wicke hat sie nicht mehr losgelassen. Ja, das war mal einfach nur Krepppapier. Da bin ich echt stolz auf diese Tentakeln. Ich bin ja selten stolz auf mich, aber da bin ich stolz drauf. Ich habe früher immer jede Tentakel aus Draht gemacht. Und dann schaut es aber nicht natürlich aus. Weil der Draht irgendwie doch immer starr ist, auch wenn man ihn biegt. Deswegen habe ich so viele Tentakel gemacht. Ich finde, die sind so das Wichtigste. Und die sind natürlich auch wichtig. Und ich glaube, dadurch, dass man zuerst so eine Verwirrung, so einen Moment hat, so ist das jetzt Papier, ist das echt, ist der Geist offen dafür, so die Details wahrzunehmen. Und das sind so kleine Schätze, die man da entdecken kann in der Natur. Es war Liebe auf den ersten Blick, als sie vor ein paar Jahren im Internet zum ersten Mal eine Papierblumenskulptur gesehen hat. Also ich habe mir gedacht, das ist wunderschön und dann dachte ich mir, nee, aber wie ist das machbar? Wie? Zuerst hat sie Anleitungen heruntergeladen,
dann ihre eigenen Techniken entwickelt, die sie auch in Kursen weitergeben möchte, sowie die Lust am Experimentieren. Der Kurkuma ist ein bisschen zu dunkel und der Ingwer ein bisschen zu hell, deswegen schaue ich mal. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Schöne Grüße von Karl Valentin. Ich glaube, so ist es schon okay. Und so schneidet Margarita zusätzlich auch noch Blütenstaub aus Papier. Ich hoffe, das weht nicht alles weg. Könnte auch gut sein. Ja, ich glaube, so mache ich das. Margarita Berger nennt sich als Künstlerin Margarita Blume. Ich passt das. Da bin ich jetzt schon ein bisschen nervös. Nicht, dass ich es noch versau am Schluss. Ihre liebevollen Unikate verkauft sie auch online. Na, wichtig ist, dass es hier drin liegt und nicht so schwebt. Hm. Vorausgesetzt, sie genügen ihren Ansprüchen. So bin ich jetzt schon zufrieden damit. Sicher? Ist okay so. Und dann kommt irgendwann so die Phase so, es geht noch besser.